Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie wieder bei unserem Format Der Sinn des Lebens. Und heute geht es wieder um etwas ganz Elementares, das Manifestieren und warum Ziele nicht gleich Ziele sind, welche uns wirklich weiterbringen und welche eigentlich nur den Mangel befüttern oder weiter füttern. Das bespreche ich jetzt mit meinem Interviewgast. Bleiben Sie bitte dran, wir starten gleich. So, ich habe heute bei mir zu Gast Andreas Bernknecht. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Hallo Alexandra. Und heute geht es wieder ich habe es schon angedeutet, um ein wertvolles Thema, das Manifestieren. Das ist so der zweite Teil nach dem letzten Gespräch, aus dem wir uns verabschiedet haben. Du hast es betitelt als Gefängnis. Also quasi die Realität, die wir für uns wahrscheinlich im Moment so anerkennen, wie es ist, um aus diesem rauszukommen, brauche ich am besten wahrscheinlich ein Ziel, oder? Die begleiten das, ja. Das ist so. Der Befreiungsprozess ist erstmal wichtig, erkennen. Dass man überhaupt, ist mal, wie im Gefängnis manifestieren oder Gefängnis weg und ich manifestiere. Das ist eine andere Bedeutung. Ich habe andere Werte für mein Leben, die entstehen dadurch. Mhm. Und dann ist natürlich Ziele immens wichtig, weil braucht ihr irgendwas, wo man sagen kann, das möchte ich. Ja, genau. Oder um mich von einer Stelle zu einer anderen Stelle wegzubewegen. Mhm. Ne? Am besten habe ich da natürlich ein Ziel. Aber da gibt es Unterschiede. Ich habe es auch schon angedeutet, es gibt solche Ziele und es gibt solche Ziele. Es gibt die einen, die weiterhin einen Mangel befördern. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr sagen? Ich habe ja lange Zeit im Vertrieb auch gearbeitet. Mhm. Da war ich sehr erfolgreich, also im Strukturvertrieb und sowas. Ah, ja. Habe da Teams aufgebaut. Und dann lernt man natürlich, was sind Ziele, wie macht man das? Mhm. Das ist ja alles Teil des Ausbildungssystems, bis ich irgendwann verstanden habe, dass es gar nicht um die Ziele der Menschen geht, sondern immer nur um das Ziel des Unternehmens letztendlich. Okay. Und dann habe ich das ganze System, was ich über Ziele gelernt habe, in Frage gestellt. Mhm. Und daraus kamen dann ganz viele interessante Effekte und Ziele werden sogar auch benutzt, um Menschen für etwas einzusetzen, wo man weiß, das werden die niemals erreichen, aber solange kann ich die einspannen. Und daraus, wie gesagt, bin ich einfach einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, was sind denn wirklich Ziele, was ist denn wirklich sinnvoll im Leben? Und da ist es so, dass viele Menschen gar nichts verändern können, egal was die über Ziele lernen, egal was sie sich für Ziele setzen, weil der Hintergrund ein Mangel ist. Mhm. Ein Beispiel, ich habe jetzt eine Konditionierung als Kind, da können wir vielleicht mal bei mir nachher reingehen, was mit Thema Mangel zu tun hat, dann trage ich das ja in mir. Mhm. Das heißt, ganz tief in mir gibt es Strukturen, die ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Dieses Verhalten führt zu Fehlentscheidungen. Ich sehe Dinge nicht richtig, ich kann nicht mit Geld umgehen, weil ich das nicht gelernt habe. Und das trage ich in mir. So, jetzt ist natürlich klar, der Wunsch, Geld zu haben, da rauszukommen, Rechnung bezahlen zu können, der ist natürlich immens. Ja. Also ist es ja selbstverständlich, dass ich mir wünsche, Geld zu haben. Mhm. Und der Punkt ist aber, wenn ich in so einer Situation bin, ist der Hintergrund, man nennt das den stiftenden Gedanken, der Gedanke hinter dem Gedanken, ist nicht mehr die Fülle, sondern die Beseitigung des Mangels und der Mangel an sich. Und da ich aber ein Muster in mir trage, das ja zum Mangel geführt hat, habe ich dieses Muster ja weiter immer noch. Das ist ja völlig unabhängig von dem Wunsch. Also wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort eine Fülle hineinbringe, tendiert gegen Null. Und deswegen drehen sich viele Menschen im Kreis, was man auch Teufelskreis nennt, und bleiben da stecken. So ist es bei Krankheit, bei Beziehung. Ich bin nicht gut genug. Ja, ich wünsche mir zwar einen Partner, aber ich bin sowieso der Loser, alles das. Das trage ich unbewusst in mir. Deswegen, warum passiert mir immer dasselbe? Das sind ja diese Sachen, die kommen. Wie auf die Stirn geschrieben, genau. Ne? Genau, tu mir genau das an, behandle mich so, das ist ja genau der Punkt. Mhm. Und deswegen ist das erstmal überhaupt zu erkennen, das Hintergrund, dass ich aus dem Mangel raushalte, handle und natürlich dann den Spagat hinzukriegen, wie kriege ich das jetzt hin, aus der Fülle herauszuhandeln, aus dem Geliebtsein. Das ist ja dann der wichtige Punkt, worum es geht. Du hast vorhin was Spannendes angesprochen, eben dass in der heutigen Geschäftswelt viele Menschen dann einfach auch vor den Karren gespannt werden, entweder eines Unternehmens oder eines bestimmten übergeordneten Zieles einer Gesellschaft oder Gemeinschaft. Wie erkenne ich denn unter Umständen, dass ich so einem Ziel nachgehe, das eigentlich nicht mein eigenes ist? Gibt es eine Möglichkeit? Ich kann es dir mal ein Beispiel machen. Es gibt ja, Ziele haben immer so Umsatzziele. Ja. So, und jetzt ist so, die Planung ist immer so, sagen wir jetzt, wir nehmen mal eine Zahl, 1 Million Umsatz.
Wenn dann, das wird geplant, da werden Sachen gemacht, was der Einzelne machen muss, damit das Ziel rauskommt. Und wenn jetzt aber nur 500.000 rauskommen, dann reicht dem Unternehmen das. Deswegen werden die Ziele höher gesetzt. Mhm. So, der Einzelne, wenn das jetzt da 50 Leute sind, der eine macht mehr, der andere weniger, bei vielen passt es nicht mehr. So, die haben dann Probleme. Das ist dem Unternehmen aber erstmal egal. Und da ist der Punkt, das spürt man auch. Und ich glaube, dass die Unternehmenskultur sich auch ändern wird und muss, weil die aktuelle Unternehmenskultur sieht man ja weltweit, wo das hinführt. Ja. Und da muss man sich die Frage stellen, möchte ich für so ein Unternehmen arbeiten oder nicht? Mhm. Da kann man sich ja selbst fragen. Ja. Man muss das erstmal erkennen. Weil man denkt, das ist so, man atmet mit Zielen. Das ist diese Blindheit, das ist das Gefängnis, ja, wo wir im ersten Teil darüber gesprochen haben. Ich erkenne es ja am Anfang erstmal gar nicht. Ich bin ein Teil des Systems, bin da drin, ich muss das halt so machen, das ist so in dem Unternehmen, aber das an sich ist schon nicht richtig. Und so gibt es in vielen Lebensbereichen, ist das so. Und wie gesagt, das Erkennen ist der erste Schritt und die Veränderung oder Transformation ist der zweite Schritt. Das gibt es aber sicherlich auch im Kleinen, ne? In Familien oder in Partnerschaften könnte ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht auch vor den Karren gespannt wird innerhalb der Familie. Ja, deswegen ist ja so... Es gibt ja so einen Satz, also wenn jemand sich entwickelt, sagen wir spirituell oder der wacht auf, dann kommt früher oder später von dem Partner, der es nicht macht, du hast dich echt zu deinem Negativen verändert. Genau. Du bist ein richtiger Egoist geworden. Genau. Ja. So. Und dieses Egoist heißt, da gibt es ja eine Übersetzung davon, der heißt, hey, du funktionierst nicht mehr so, wie das bisher war. Das ist für mich unbequem. Jetzt muss ich meinen Mist alleine machen. Ja. Ja? Mach das, korrigier das mal wieder. Mhm. Das ist ja so der Punkt. Und das, daran erkennt man das schon. Das heißt, offensichtlich löst man gerade einen Konflikt aus, wo man sich selbst entwickelt. Und daran kann man schon mal viel erkennen. Und dazu braucht man natürlich die Bereitschaft. Und jetzt gibt's unbewusst wieder Muster, Dinge schon gar nicht zu tun, weil unbewusst weiß ich, wenn ich das tue, werde ich da hinkommen. Und man ist dann selbst wie gefangen in so einem System, ohne das aber bewusst erkennen zu können. Mhm. Ja, also eigentlich sollte man das feiern, ne, wenn jemand dann plötzlich das erkennt. Ne? Aber wie du sagst, fürs Umfeld ist das unter Umständen unbequem und dann bekommt man so entsprechende Vorwürfe. Genau, das ist egal, ob das jetzt Arbeitgeber sind, andere Dinge. Ja. Und da muss man halt dann seinen Weg finden. Ja. Aber letztendlich muss man fragen, und das ist ja der Punkt, bin ich glücklich? Ja, richtig. Das, für mich ist Erfolg... Wie glückselig ist mein Leben? Also nicht immer glücklich sein, Highlight und Party, sondern Glückseligkeit ist ja der Punkt, sagen können, das ist so ein inneres Gefühl von, ich bin angekommen. Und wenn ich das nicht habe, was gibt es denn Wichtigeres im Leben? Weil letztendlich geht es immer um Gefühle. Mhm. Wie komme ich denn zu so einer Stärke, dass ich dann wirklich das, was ich eigentlich in mir fühle, wo ich dann sage, ich bin in diesem Gefängnis und ich möchte da aber raus, auch wenn... mein ganzes Umfeld wahrscheinlich jetzt dann rebellieren würde, wenn ich diese Entscheidung treffe. Wie komme ich zu so einer Stärke? Muss der Leidensdruck, es muss manchmal groß genug sein, oder? Der Leidensdruck, das ist so, das ist ein Punkt natürlich. Mhm. Deswegen gibt es ja auch das, was man Schicksalsschlag nennt. Ja. Schicksal heißt ja auf einer tieferen Ebene das gesendete Heil, also die ursprüngliche Bedeutung davon. Also da scheint etwas drin zu liegen, was gut für mich ist. Und wenn man mit Menschen hört, die schwere Krankheiten haben, Unfälle, die im Krankenhaus liegen, monatelang, die sagen können, war ganz schlimm, das hat auch mein Leben verändert. Ich hatte Zeit zum Nachdenken. Ja. Und so ist es ja der Seele, die ist jetzt erstmal egal, ob dein Körper erstmal demoliert wird. Ja, Hauptsache, du kommst auf die Spur und machst das später. Und das ist der eine Weg, den Weg zu gehen. Der ist mit unangenehmen Sachen verbunden. Man kann ihn aber auch bewusst sich dafür entscheiden. Und das macht man nicht von heute auf morgen. Und wie alles ist es ein Aufwachprozess. Und da heißt es, die Sicht der Welt zu korrigieren. Ja, die richtige Sicht der Welt zu bekommen. Und da gibt es ja zwei Sichtweisen. Die eine physische, reale Welt, in der bin ich nun mal drin. Ich habe einen Körper. Die anderen Körper springen auch darum. Und das ist alles ein großes Ding, das ich nicht verstehe. Das ist die Welt, wie die meisten das wahrnehmen. Mhm. Das ist schon diese Matrix. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es die Sichtweise, ich bin Schöpfer. Ich bin Geist und aus mir heraus, aufgrund eines Schöpfungsaktes, entsteht die Welt. Mhm. Ja, das in der Psychologie nennt man das übrigens Projektion. Mhm. Da ist es auch, kann man es sehen. Und jetzt ist der Punkt, diese Welten sind nicht kompatibel, nicht wirklich. Und da muss man erstmal natürlich die Informationen sich holen. Ja, wie funktioniert es denn? Was ist denn überhaupt Geist? Was ist überhaupt Bewusstsein? Und da gibt es so viele Fehlinterpretationen, ein Bewusstsein zum Beispiel. Und wenn man das dann beginnt zu korrigieren, dann entdeckt man was Wunderschönes. Und dieses Wunderschöne ist, dass man ein
wirklich vollkommenes Wesen ist, jeder. Mhm. Dass man etwas in sich trägt, was die meisten nicht leben, das ist Liebe. Also viele Menschen haben keine Selbstliebe. Ja. Und das ist schon mal ein ganz großes Übel. Und wenn man jetzt beginnt, diese einzelnen Sachen Stück für Stück aufzubauen, dann ist das so, wie Jesus sagt, stell dein Licht nicht unter einen Scheffel. Ja, weil da kann es ja nicht leuchten. Scheffel ist ja so ein Eimer. Und das heißt, den zu entfernen, weil wir haben das Leuchten ja in uns. Das ist alles da. Das ist das Sehnen der Seele, der Wunsch, ein erfülltes Leben zu haben. Und ich habe gestern Abend habe ich ein Webinar gemacht. Mhm. Ging es um Ziele übrigens. Und da war interessant, ich mache das oft so, dass ich sage, schreibt mal euer Ziel drauf und dann schreiben die es so in den Chat rein. Ja. Und dann mache ich eine spezielle Übung, wo es nämlich nicht mehr geht um die Ziele, die ich schon immer im Kopf hatte, wo ich denke, die muss ich machen für den Partner, für die Eltern, mhm. ja, sei mal erfolgreich, wir wollen jetzt ein Haus bauen, alles das, ja, was ich vielleicht selbst gar nicht will. Ja. Und wenn man mal sich von der Ebene löst, dann gibt es eine spezielle Übung, die heißt, was ich wirklich, wirklich will. Also dieses zwar wirklich. Und dann mal, wenn man sich entspannt, plötzlich kommen ganz andere Sachen raus. Da kommt Spaßraum raus, ich will mit Tieren leben, ich will das machen. Das sind völlig verschiedene Welten. Ja. Und das meine ich so. Wir haben Dinge im Kopf, die wir schon immer da hatten und glauben, das sind die Ziele. Das sind aber die Ziele der anderen, die uns einspannen. Ja? Und wenn man dann tiefer geht, dann kommt das raus, was die Seele will. Und da spüren die meisten Menschen auch so eine Ruhe in sich, so eine Kraft, so ein Frieden. Und das sind die wirklichen Ziele, darum geht's. Mhm. Wenn es jetzt darum geht, um diese wirklich, wirklichen Ziele, dann kann es ja eben, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, kann es ja eben auch sein, dass ich die Angst habe, okay, wie reagiert mein Umfeld drauf? Es ist ja wahrscheinlich auch so, dass auch das eine Konditionierung ist, diese Erwartungshaltung, dass mein Umfeld jetzt möglicherweise dagegen ist, wenn ich jetzt diesen Weg gehe. Ist das richtig? Kann das sein? Das ist definitiv so. Das ist definitiv so, weil es kann ja, es gibt ja auch alle anderen Möglichkeiten der Reaktion des Umfeldes. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es uns das Umfeld, die eigene Familie vielleicht auf die Schulter klopft und sagen, toll, wunderbar, was du jetzt vorhast und ich unterstütze dich dabei oder wir unterstützen dich dabei und wir gehen den Weg gemeinsam. Das passiert dann, wenn man in einer Familie ist, die ja auch schon so leben. Also bei mir und meinen Kindern ist das so. Schön. Die sind auch so aufgewachsen. Ja. Die leben auch so. Und das ist total interessant zu sehen. Die gehen anders dran. Und ich natürlich jetzt zum Beispiel bei mir, ich habe ein Umfeld nur von Menschen, die so sind. Mhm. Aber das ist, weil ich mich entwickelt habe, ist es so, als würde man auf eine neue Ebene gehen. Mhm. Ja, und diese neue Ebene, ich sehe das wie so ein kleines Stufensystem. Mhm. Diese wird immer größer und man muss sich selbst auf die nächste Ebene bringen. Dann kann man die vorherige Ebene noch sehen. Mhm. Wenn man mit jemandem redet, der da drin ist, der versteht einen gar nicht. Aber auf der Ebene gibt es Menschen, die auch da sind und die verstehen einen. Die Möwe Jonathan von Richard Bach ist genau das dafür. Mhm. Das heißt, diese Möwe, die immer höher fliegen will und die stürzt ab in die Flut und die Möwen sagen, hey, du bist eine Möwe, sei doch mal normal. Ja, mach das wie die anderen. Und irgendwann schafft die das ja, höher zu fliegen. Und dann kommt diese ganz alte, weise Möwe, die den Weg auch gegangen ist. Mhm. Und vorher konnte die den nicht sehen, weil die nicht so hoch gekommen ist. Und deswegen ist das Buch so schön, die Möwe Jonathan. Und das ist der Weg, von dem ich rede. Diesen Weg sagen können, es ist egal, was die Masse macht. Das spielt keine Rolle. Wenn ich damit glücklich bin, okay, dann bleib da. Und wenn nicht, ist die Frage, wie komme ich auf die nächste Stufe? Und dann beginnt etwas, das öffnet sich und das passiert ja in uns. Und wenn wir dort etwas heilen, etwas vervollkommen, die Selbstliebe entwickeln, dann haben wir eine Resonanz zu Menschen, die das auch getan haben. So bewege ich mich ja dahin. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es ja unser Sicherheitsbedürfnis, das uns dann oft vor so bestimmten Dingen abhält. Es ist ja auch in der Möwe Jonathan so, warum die Masse der Möwen eben einfach auf ihrem Level geblieben ist und eben Jonathan hat sich anders entschieden und ist andere Wege gegangen. Der hatte diesen Sicherheitsgedanken eben nicht, obwohl er auch dann ausgeschlossen worden ist von der Gemeinschaft und man hat ihn dann ja auch verteufelt, man hat ihm Teufel geschimpft und so weiter und so fort. Also das Kreuz muss man dann schon haben, ne? Ja, und das ist der Punkt, dass man denkt, man ist da alleine. Ja. Das Interessante ist, dass das eine der Illusionen übrigens, wir reden ja über die Matrix. Ja. Das ist eins der Gefängnisse. Ja. Ich
denke, das ist alles, ist, weil die Welt kenne ich ja. Ja. So, ich weiß ja nichts von den anderen erwachten Seelen, die da schon sind, weil wenn ich das wüsste, wäre ich schon da, weil das ist ja schön. Ja. Das heißt, wir reden über diese Gefängnisse, diese unsichtbaren Dinge. Mhm. Ja? Und wenn ich beginne, sagen können, hey, das ist eine Illusion. Und da geht es wieder darum, sich zu erkennen, das Schöpferkraft, was ist Schöpferkraft überhaupt? Und in dem Moment bilde ich ja die Resonanz und plötzlich treffe ich diese Menschen. Das ist ja eine Gesetzmäßigkeit. Nur beim ersten Mal, wenn man es noch nicht hat, ist das so unglaublich. Es ist nicht vorstellbar, wie ein Geschmack, was wir schon mal hatten in einem anderen Interview. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Das ist immer die Herausforderung. Wenn ich Mangel habe, wie kriege ich Fülle hin? Mhm. Ja, das sind ja diese Sachen. Wie kriege ich so einen Bogen denn hin? Mhm. Und da spielt die Thema Zeit eine wichtige Rolle. Also zu verstehen, was Zeit ist. Mhm. Ich glaube, das schauen wir uns das nächste Mal an, genau. Haben wir besprochen. Ne? Genau, genau, Zeit. Ich wollte noch sagen, du hast einen entscheidenden Satz gesagt. Man glaubt dann immer, man ist dann alleine, wenn man diesen Weg geht. Aber im Fall von Jonathan hat man das ja schön dargestellt. Er trifft ja dann auf seine Lebensgefährtin oder seine Seelengefährtin, würde ich jetzt mal sagen, Maureen, und auf den alten Lehrer und auf Fletcher, den er dann noch mitnimmt auf den Weg. Mhm. Also so alleine ist man dann nicht. Man ist in guter Gesellschaft. Ja. Ne? Das ist vielleicht ein gutes Bild dafür. Also im Prinzip, alle anderen sind ja schon da. Und das sind ganz viele. Ja. Und die warten ja nur, dass der Nächste dazukommt. Ja, also bei mir ist das so, ich treffe immer wieder ganz tolle Menschen und ich lasse mich da überraschen davon. Mhm. Und es gibt so einen Satz, den ich weiß nicht, ob ich zusammenkriege, das ist von einem Amerikaner, der ist schon verstorben, der hat immer gesagt, also sinngemäß ist so, dass egal was die Menschen machen, ja, es ist wie eine positive Verschwörung hinter seinem Rücken, für ihn wird es immer positiv ausgehen. Das ist diese Grundhaltung, sich vom Glück erwischen zu lassen. Ja, also egal, was die machen, für mich wird es letztlich gut sein, wenn ich ein reines Herz habe. Mhm. Ja. Weil da gibt es eine höhere Führung. Ja. Und das ist eine Grundhaltung, die man lernen kann. Mhm. Und viele haben die Grundhaltung, was passiert mir Böses, wer will mir was mir wegnehmen. Das ist eins wieder dieser Gefängnisse. Ich kann es nicht erkennen, wenn ich es nicht verlassen habe. Und es gibt ja das Höhlengleichnis von Platon. Mhm. Das ja genauso ist. Das heißt, in der Höhle, wo die Menschen angebunden sind und von außen, da brennt so ein Feuer, also das ist ein Feuer, und das wirft einen Schatten und vorne an der Felswand sehen diese Menschen immer nur ihre Schatten. Und so wachsen die auf, so leben die. Das ist für die Welt. Aha. Und einer von denen, der löst sich von diesen Seilen und klettert aus der Höhle raus und sieht zum ersten Mal die Sonne und das Licht. Und dann sieht er, dass alles bunt ist und dreidimensional. Mhm. Und dann geht er zurück zu den Menschen und sagt, die Welt ist ganz anders. Und die sagen können, du bist doch total durchknallt, guck dann an die Schatten. Das ist ja das Höhlengleichnis von Platon. Mhm. Und deswegen, es gibt diese ganzen Sachen ja schon. Man muss sich damit beschäftigen und sagen können, hey, will ich in dieser Höhle leben, mir die Schatten anschauen, die Illusion, oder will ich mal ins echte Leben kommen? Mhm. Und das echte Leben wartet ja nur auf uns. Eigentlich haben wir nichts zu verlieren, ne? Weil wir können nur gewinnen. Eben, genau, richtig. Es gibt in einem Kurs in Wundern, da gibt es eine wunderschöne Stelle, und da ist das beschrieben, da geht es um besondere Beziehungen. Mhm. Ja? Das hat ganz stark mit dem Ego zu tun. Da heißt es, wenn du über die Brücke gehst, kommt Gott dir entgegen. Mhm. Und wenn du zurückblickst, merkst du, dass du nichts aufgegeben hast. Okay. Das ist genau das uns. Also wenn du dich entwickelst und das getust und machst und du zurückblickst, egal was du vorher hattest, merkst du, du hast nichts aufgegeben, du hast nur dazu gewonnen. Und das ist alles ein Teil des Befreiungsprozesses. Ja. Du hast am Anfang ganz kurz erwähnt, eine eigene Erfahrung mit Zielen, die du kürzlich, oder eine Erkenntnis, die du hattest, und ein Gespräch mit deinem Vater. Magst du uns da noch kurz was drüber erzählen? Ich gehöre zu den Menschen, die so, sag mal, sehr mutig auf Dinge zugehen und mich den Dingen ganz bewusst stelle. Okay. Und da ist so eine gewisse Risikobereitschaft, aber dadurch kommt man sehr stark mit dem Leben in Berührung, weil wenn Dinge nicht funktionieren, dann spürt man das Leben sehr deutlich. Oh. Und auf diesem Weg habe ich aber was Interessantes kennengelernt. Ich war auf einem, das war damals ein Event, und da hat jemand gesprochen über Synergetik. Ja. Und als der auf der Bühne stand, wusste ich, ich muss dahin, ich muss zu dem hin. Und das war der Gründer davon. Also, und der war früher beim BKA, der hat diese Rasterfahndung mitentwickelt. Okay. Aber sehr früh gemerkt, die dient nicht für die Menschen, sondern zur Kontrolle der Menschen. Aber aus diesem Stück Weg hat er gesagt, wenn das so ist, dass man über Rasterfahndung bestimmte Täter erkennen kann, dann könnte das beim Menschen auch sein, weil Heilung war sein zweites Thema. Das heißt, er hat dann über diesen Weg erkannt, dass es zum Beispiel diese Psychosomatik nicht immer einen Auslöser gibt, sondern eine Kombination von Themen. Richtig, ja, glaube ich auch. Ein Täterprofil quasi. Aha. Und deswegen ist Krebs nicht immer die Ursache und Knieschmerzen nicht die, sondern eine Kombination von
sagen wir, Dingen, die in der, auf der Seelenebene falsch laufen. Ja. Und das fand ich so total spannend. Mhm. Und er hat dann eine Möglichkeit entwickelt, an diese Muster dran zu gehen. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Und da gehst du einfach, wirst du selbst führst dich, also nicht wie bei einer Hypnose, sondern du selbst führst dir durch. Da ist ein Therapeut dabei, der fragt immer nur. Mhm. Ja, und das, du gehst irgendwie in deinen Keller rein, dein Unterbewusstsein, mhm. beschreibst die Bilder dort. Und dort ist dann eben ein Thema aufgetaucht mit meinem Vater. Und da ging es um, weil bei mir war immer das Thema, ich war erfolgreich und dann alles verloren. Hauszwangsversteigerung, okay. das wieder okay. aufgebaut, nochmal. Also es war immer dieses Muster. Und diese Sitzung hat 4 Stunden gedauert. Also was ich jetzt kurz erzähle, war 4 Stunden echte Qual. Wirklich schlimm. Und da kam dann raus, weil mein Vater ist heimatvertrieben. Der ist als 7-Jähriger, waren die 2 Jahre auf der Flucht. Also aus dem Osten Deutschland, damals die Ostpraxis. Und der hat das alles immer wieder beschrieben, wie sie da in Gräben und Scheunen übernachtet haben. Und als sie in Norddeutschland gekommen sind, nichts hatten. Die Aussätzigen waren quasi. Und wenn man als Kind diese Geschichten immer gehört, für mich war das Leben Armut. Und das sind die Muster, das wusste ich, wusste ja nicht, dass ich das eingeprägt habe, aber so war mein unbewusstes Muster. Und die Erkenntnis aus dem Prozess war, ich darf nicht erfolgreicher sein als mein Vater, um den nicht zu demütigen. Das sind die unbewussten Muster, die wir haben. Und nachdem ich das erlöst habe, was sowieso ein echt heftiger Prozess war, habe ich dann noch ein Gespräch mit meinem Vater gehabt. Das war, da sind uns die Tränen runtergelaufen. Und dann waren wir schon älter. Und danach konnte ich erfolgreich sein. Danach durfte ich etwas auf die Beine stellen. Hat dein Vater das verstanden? Ja. Ja, das war total interessant. Und er sagt mir noch, ich wollte doch immer nur, dass du, dass dir gut geht. Das war der Punkt. Das heißt, das hat nichts mit dem Vater, dem Füßchenvater zu tun, sondern unser Bild, wie wir die Welt sehen, das ist uns oft so unbewusst. Deswegen mache ich ja heute diese Dinge, weil ich habe da noch mehr solche Erfahrungen, ziemlich krasse gemacht, dass wir gar nicht wissen, was wir ganz tief in uns tragen. Das ist sehr tief verborgen. Und das ist aber die Quelle der Realität, die uns im Außen begegnet. Weil so denken wir, so handeln wir. Die Gedanken, die wir haben, basieren ja auf unbewussten Strukturen. Wir können dem nicht entfliehen, wenn wir das nicht bewusst machen. Wir haben ja dann auch eine Erwartungshaltung, ne? Eben durch unsere Erfahrung und durch unser Denken. Also dass Situation XY einfach so ausgehen muss, weil wir es eben einfach so schon mal erfahren haben, oder? Ja, und das ist so, ich bin jemand, ich kann mich sehr gut konzentrieren, ich kann sehr viel Energie aufbringen. Und ich habe dann natürlich meine Prozesse auch im Nachhinein betrachtet, also reflektiert. Und deswegen weiß ich heute, es gibt einen minimalen Unterschied zwischen sehr viel Power, Energie reinbringen, auf ein Ziel zu gehen und wirklich dran zu glauben. Das sind 2 verschiedene Dinge. Egal wie viel Energie du aufwendest, wenn du auf einer tieferen Ebene nicht die tiefe Überzeugung hast, das wird funktionieren, wirst du sabotieren. Ja. Und die liegen ganz dicht beieinander, diese Ebenen. Dieter Bröers beschreibt das schön, nämlich diese Kohärenz zwischen Gehirn und Unbewusstem. Ja, nämlich das ist der wirkliche Glauben. Du beschließt etwas vom Verstand her und unbewusst weißt du, das ist so. Und dann vereinst du quasi Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und das heißt übrigens auch in der Bibel gibt es eine Stelle, die sinngemäß heißt, fokussiere dich nicht auf das, was du siehst, sondern was du innerlich erschaffst. Also alles, das taucht damit auf. Und das sind diese entscheidenden Punkte, warum viele Menschen eben ihre Ziele nicht erreichen, weil sie gar nicht bewusst sind, was da im Hintergrund alles abläuft. Und man denkt immer, ich tue doch schon alles dafür. Und da fängt der große Widerspruch an. Aha. Ich glaube ja, die meisten haben sowieso eigentlich überhaupt keine Ziele und leben halt so ihr Leben, oder? Ja, weil man es nicht anders gelernt hat. Und jetzt kommt dazu, Familie gründen, ein Haus bauen, einen guten Job finden. Mhm. Das heißt, wir sind beschränkt auf Dinge, die man tut, weil das so ist. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, was mit dem göttlichen Prinzip Schöpfung, mit der Seele, mit diesem unglaublichen Kosmos zu tun hat, ja, mit diesen tiefen alten Lehren, die es gibt, ja, mit der Verbundenheit zur Natur. Das hat ja nichts mehr damit zu tun. Das heißt, wir sind quasi abgespalten von der Natürlichkeit des Lebens in einer Blase. Wir kommen zurück zu der Matrix, das Gefängnis, die ich noch nicht mal erkenne, weil es so ist. Aber das so ist, heißt ja nicht, dass es richtig ist. Nein. Und das ist der Punkt. Und daher kommt das ja. Ich habe ja so viele Gespräche geführt mit Menschen. Und ich habe ja, das kann man sehr schnell rausfinden, ob jemand ein echtes Ziel hat. Ich habe ja oft zum Beispiel, wenn es Leute geht in die Selbstständigkeit, wenn ich dann Coaching gemacht habe. Ja.
Da habe ich immer gefragt, was sie so wollen. Dann kam immer, ja, will ein Haus bauen und das. Ja, so, das kommt ganz oft. Und dann sage ich, ja, wie sieht's aus? Und dann so ist es schon sehr diffus. Wenn also jemand wie das Haus aussieht. Genau, wie das Haus aussieht. Also, ja, und vier dann, Wände. Was genau, und dann fängt das an, das wird dann schon sehr diffus. Und dann merke ich schon, das ist nicht dem sein eigenes. Und dann, ich sage, okay, jetzt stell vor, du hast das Haus, du hast aber noch genug Geld, was machst du dann? Ja, dann das Auto kaufen, dann sage ich, okay, welches Auto? Und du merkst, das sind alles Dinge, die kann er sich jemand nicht leisten, aber die will er irgendwie machen. Und er klebt an diesem Ding dran, also das zu machen. Also materiell, also in der Hauptsache, materielle, ne? Sachen, genau. Klappt für die Familie und sowas, alles das, brauchst du ja das richtige, ja, Auto. Und wenn, das ist zwar nicht sein Traumauto, aber es ist, die Frau will das dann oder die Eltern haben das vorgegeben. Oder und es passt, damit alle Familienmitglieder reinpassen, genau, und so weiter und so fort. Das ist so, das merkt man erstmal nicht, weil man natürlich über Jahre, man lernt jemanden kennen, man tauscht sich aus, Haus bauen, das heißt, man übernimmt diese Dinge und macht die zur eigenen Wirklichkeit. Und ich habe mal jemanden gehabt, da habe ich das auch so gemacht. Dann haben wir das Haus abgehandelt, das Auto und dann plötzlich, da kam nicht mehr viel. Und dann sage ich, stell dir mal vor, du hättest, Geld würde keine Rolle spielen und du könntest ganz spontan entscheiden, was du machen willst. Das sagt er. In dem Moment, das Gesicht hat sich verändert, wirklich, der hat gestrahlt, sagt er, mit einer Harley über die Route 66 fahren. Und habe ich nur gefragt, warum? Dann hat der mir fast 30 Minuten alles von der Route 66, da wusste der alles. Aha. Die Harley, über die Route fahren. Da war so viel Leben in dem drin plötzlich und da wusste ich, das ist ihm sein Ziel. Aber das war völlig unmöglich. Das ist ja, das konnte er sich nicht mehr eingestehen. Und so geht es den meisten Menschen. Wir sind zugeschüttet. So funktioniert die Welt. Da ist dieses. Das will der Partner, die Partnerin. Ja, das will die Gesellschaft. Die Firma ist noch da. Und jetzt in diesem ganzen Wirrwarr, ja, muss man sich noch Ziele setzen. Und man glaubt doch schon gar nicht mehr dran, weil man nie mit, weil gar nicht mit sich in Berührung kommt. Ja, es ist wahrscheinlich auch der gesellschaftliche Druck, der dann auch sagt, du musst dieses oder jenes in dem und dem Alter musst du das, genau, und genau, bla bla bla. Und das, ja, bitte. Wenn jetzt der Zuschauer da draußen einen Tipp haben möchte, eben wie er sein oder wie er herausfinden kann, was er wirklich, wirklich will oder was sein wirkliches Ziel wäre, dann wäre das eine Vorgehensweise, wo du sagen würdest, ja, also wenn du sagst, das vordergründige Ziel erstmal hinterfragen, ja, okay, das ist jetzt erreicht, wie geht's weiter, was dann, was wäre das weiter? Also immer weiter fragen und letztendlich, also was würde dir am Herzen liegen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, zum Beispiel, das ist immer eine gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage. Geld und Umfeld, egal was. Genau so. Und das führt auch schon zu Ergebnissen, die sind schon ganz gut, aber ich glaube, es gibt etwas Wichtigeres noch, nämlich zu erkennen, wer man wirklich ist. Ja. Und damit geht es um die Grunddinge sein können. Was ist überhaupt Bewusstsein? Wer bin ich denn überhaupt? Warum glaube ich, ich habe Gedanken? Weil die meisten Menschen haben keine Gedanken im Kopf, die haben Dinge im Kopf, die von anderen gedacht wurden. Weil Denken ist eine Fähigkeit, die beginnt erst auf einer höheren Ebene, wenn man eigene Erkenntnisse gewinnen kann. Vorher werde ich gedacht. Ja. Und das sind Dinge, sich da mal mit zu beschäftigen. Und wenn man das macht, dann ist das so, als würde man von einer Schwarz-Weiß-Welt in eine farbige Welt umschalten. Alles würde plötzlich bunt und blühen. Und davon rede ich. Das heißt, sich mal wieder zu entdecken. Und da beginnt auch das wahrhaftige Manifestieren, nämlich back to the roots, zu erkennen, wer ich bin, mal zu definieren, was ist das, was mich erfüllt, weil ansonsten verschwende ich mein Leben. Und das sind so die elementaren Dinge, wo aber viele Menschen, nicht ganz richtig, also ich merke, dass die letzten 2 Jahre durch den Prozess draußen hat sich gigantisch viel bewegt. Also wir haben einen Zustrom an Menschen, das ist gigantisch, was da passiert. Ja. Und es ist, als wenn das etwas ausgelöst hätte auf einer tieferen Ebene, so eine Sinnsuche hat begonnen. Und das ist natürlich schön zu sehen und genau in dem Bereich bin ich aktiv. Genau, also du bietest Hilfestellung auch dafür an, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, dass er sagt, oh ja, das berührt mein Herz im Idealfall, ne? Und ich möchte mich gerne erkennen und ich möchte gerne ein wirklich erstrebenswertes Ziel fokussieren und auch manifestieren im Idealfall. Wo findet man denn Informationen zu dir und ich zu dem, was ich mache? Ja, speziell dazu, einen Riesenkurs, also einen sehr umfassenden Kurs. Und der geht wirklich bis auf die Basis rein und zwar für jeden verständlich. Das ist so eben aus den letzten 4 Jahrzehnten entstanden. Ich nenne es Manifestieren, Wundercodes, aber da geht es auf diese tiefen Ebenen. Was ist das, Befreiung aus der Matrix? Was ist Zeit? Wie funktioniert das alles? Und da geht es darum, wo die meisten Menschen auch plötzlich merken, die wachen wirklich auf. Informationen gibt es auf dm-harmonix.com. Da gibt es auch kostenfreie Veranstaltungen, kann man sich informieren. Da gibt es eigentlich alles, was man braucht, um sich vorab schon mal die Infos zu holen. Ja, vielleicht noch ganz grob im Vorfeld. Wie läuft so ein
umfangreicher, wie du sagst, Kurs denn ab? Ist das eher was online passiert? Oder? Das ist online im Moment. Mhm. Ja, das heißt, das kann man sich, also man bucht das Ganze und man hat einen eigenen Account. Da ist dann zum Beispiel auch alles aufgezeichnet drin. Mhm. Das heißt, man kann das Stück für Stück dann durcharbeiten. Nach dem eigenen. Da gibt es Übungen dabei. Und ich mache dazu dann aber auch ein Live-Coaching. Das ist jede Woche, also mehrere Sachen sind live. Mhm. Kurzinterviews, Coaching, Übungen dazu, sodass man dranbleibt, weil das ist ja der Punkt. Ja. Und sodass man sich dann entwickeln kann und das mehr alles wieder befreien kann. Mhm. Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass eben auch in einer Gemeinschaft Gleichdenkender oder von Menschen, die auf dem gleichen Weg sind, dass es umso leichter fällt als... Das zum einen, und wir haben ja die alle vernetzt. Das heißt, man kann reingehen und kann schauen, wo sind in meiner Nähe Leute. Man kann da gleich draufklicken, mit denen Kontakt aufnehmen. Ja, super. Und das haben wir gemerkt, das ist natürlich, das stärkt das Ganze nochmal. Das sind ja die ersten Mal, ich kann das gewohnte Umfeld verlassen, weil die anderen sind schon da. Ich kann zu denen Kontakt aufnehmen. Und da haben wir gemerkt, das war so ein, das ist so ein etwas, was Menschen total gut tut, wie ich mit Gleichgesinnten austauschen. Natürlich, ja, klar. Weil man denkt sonst immer, man ist so der einzig Verkehrte in dieser Welt. Genau. Okay, wunderbar. Ich danke dir. Unsere Zeit ist leider schon wieder mehr als überschritten, aber es war ein spannendes Thema und wir setzen da im nächsten Gespräch auch wieder an, wo wir das Thema Zeit, was ist Zeit, noch ausführlicher besprechen werden. Vielen Dank für deine wertvollen Inputs und erstmal viel Erfolg für deine Mission. Danke. Und für den Weg, den du gehst und den du vielen Menschen ebnest. Und sie wissen auch, wo sie sich gerne hinwenden können, wenn auch sie sich angesprochen fühlen. Und in diesem Sinne bleiben sie achtsam mit sich selbst und überprüfen sie mal ihre eigenen Ziele, die sie haben, ob das wirklich, wirklich ihre Ziele sind oder ob sie auch, wie ich es vorhin so ausgedrückt habe, vor den Karren gespannt wurden, von wem auch immer. Und nicht böswillig, sondern es ist ja immer nur so, dass die Umwelt entsprechend Einfluss auf uns ausübt. Wir sind aber in der Freiheit, diesen Einfluss ausüben zu lassen oder eben nicht. Also, es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung. Bleiben Sie achtsam und bleiben Sie gesund und schauen Sie das nächste Mal wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Ciao.